Herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan OWL Teuton in einer neuen Folge Clash Royale. Ja, ich weiß, ihr seht das und ich sehe es auch noch und ich habe es jetzt echt lange Tage hier stehen lassen. Ich bin in Arena 10 angekommen, aber wie es dazu kam, das will ich euch gleich nach diesem Wahnsinns-Chest-Opening hier zeigen. Hier gibt es ja einiges, ich war jetzt echt ein paar Tage nicht online und ich würde sagen, wir klicken erstmal hier oben hin. Es gab Post. Aha, es ist extrem wichtig, allen unseren Spielern eine sichere Spielung will, haben wir unsere Richtlinien für sicheres und faires Spielen aktualisiert. Okay, das schaue ich mir aber später an. Ich möchte erstmal die ganzen Kisten hier öffnen. Hier haben wir auch noch was zu öffnen und zu spenden vor allen Dingen. Dann fangen wir einfach mal mit der Clan-Kiste an hier. Da ist Gold drin, ein Schweinereiter. Oh, Heilung. Ich habe mir den Heilfall geschaltet. Super. Da sind noch eine ganze Menge Kobolde. Da haben wir die Lakaien. Donnerwetter, hier ist ja reichlich für mich drin diesmal. Und zweimal den Bowler. Ah, krass. Schöne epische Karte. Und noch eine seltene hinterher. Super, 25 Stück. Super Sache. Dann kann ich auch erstmal wieder anfordern. Ich schnorre mir im Moment die Riesen zusammen an der Stelle. Und wir machen bei den Gratiskisten hier jetzt erstmal weiter. Mal sehen, was da noch Nettes für uns drin ist. Juwelen. Der Blasrock-Kobold, der Eisgeist. Oh, den nutze ich aktuell sogar. Und dann gucken wir nochmal weiter rein. Ist ja ein richtig großes Chest-Opening bei mir. Da könnt ihr euch natürlich alle kaputt lachen, das sind alles billige Kisten hier. Aber so ist das nun mal, wenn man auch relativ wenig macht, wie in meinem Fall. Und eigentlich immer nur die Slots hier vollpackt. Oh, Rakete, das ist super. Die verspende ich allerdings nur. Barbaren kann ich auch verbessern. Nächste Goldkiste. Mal sehen, was hier drin ist. Pfeile, okay. Und der Elixiersammler. Magier, oh, der ist super. Dann haben wir noch Bomber, ist auch gut. Gute Karten eigentlich. Also ich kann letztendlich natürlich alles hier gebrauchen. Wir haben den Tesla, wir haben auch diesen Skelett. Super, epische Karte, kann ich auch updaten. Und die letzte Kiste, die wir da haben, dann geht es auch direkt in die Kämpfe. Feuergeister, okay. Ja, wie habe ich das eigentlich gemacht? Das will ich euch erklären. Ich habe mit dem Deck gespielt. Allerdings nicht ich, sondern ich habe jemanden mein Handy für eine Stunde gegeben. Und zwar ist es bei uns aus dem Clan der Paul. Hier ist der Paul mit 3976 Pokalen und der war bei mir zu Gast, zu Besuch. Das ist nämlich der Cousin meiner Jungs. Und der hat mal eben eine Stunde das Handy hier gehabt und hat so gesagt, so, lass mich mal eben machen. Dann hauen wir hier mal eben in Arena 10 durch und ihr seht das hier. Ja, der Paul hat hier wirklich, wirklich nette Angriffe gemacht und man kann sich die Wiederholungen aber gar nicht mehr anschauen, weil es dazwischen, glaube ich, ein Update gab oder eine Aktualisierung. Also der Paul hat mit diesem Deck hier wirklich hier krass abgeräumt und hat die Gegner immer belächelt und ich habe hier nur gesessen und gestaunt, wie der das macht. Also es liegt nicht an meinem Truppen, sondern es liegt dann doch eher an meiner Spielweise, dass ich das nicht genauso packe wie er. Wir haben ja auch noch Herausforderungen. Oh, Feuerball-Herausforderung, okay. Das ist nicht schlecht, aber ich möchte eigentlich gar nicht kämpfen, weil ich würde natürlich gerne hier in Arena 10 bleiben. Was ich aber gemacht habe, ihr seht das oben an meinem Gold und auch an meinen Juwelen. Ich habe mein ganzes Taschengeld zusammengekramt und habe mir das Arena 10 Pack zumindest gekauft. Das habe ich mir einmal gegönnt, denn das ist sehr, sehr attraktiv. Das ist der fünffache Wert, glaube ich. Und rausgekommen ist bei der Legendären. Da war nämlich noch eine Legendäre dabei. Der Holzfäller. Richtig coole Karte für mich, muss ich mal so sagen. Wie ich den einsetze, weiß ich noch nicht. Man hat mir gesagt, ich kann den auch hier tauschen, nämlich den Rambock gegen
den Holzfäller aber mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal rein. Ein Spiel mache ich mit euch. Dann seid ihr auch wieder von mir befreit, was, glaube ich, Clash Royale angeht. Und ich kriege das sicherlich niemals so hin, wie der Paul das an der Stelle hier hinbekommt. Und weil der ist da einfach viel, viel erfahrener als ich, was das Spielen hier in Clash Royale angeht, kann man nicht anders sagen. Und der weiß hier genau, wie man was wo zu setzen hat. Und das ist wirklich krass an der Stelle. Aber okay, wir haben schon mal ein bisschen verteidigt. Allerdings ist jetzt der... das ist natürlich doof. Mal gucken, ob wir da nicht noch einen Hit rauskriegen. Ja, da kriegen wir einen Hit raus. Das ist super. Das ist nicht schlecht an der Stelle. Und in so einer Situation zum Beispiel, da weiß ich mich überhaupt nicht zu helfen. Also gar nicht. Und den Tunnelgräber hier, jetzt ist er hier schon krass vor meinen Turm gekommen, hat ihn jetzt auch gekriegt. Also ihr seht das selber hier, ich kriege das überhaupt nicht hin, so wie der Kollege Paul das gemacht hat. Und da muss ich einfach mal gucken, da muss ich ein bisschen Fuchser werden, glaube ich, an der Stelle, und muss hier einfach ein bisschen üben, denke ich mal. Da hätte ich den Feuerball erst nehmen sollen, weil die Lakaien dahinter sind natürlich stark an der Stelle. Jetzt sind sie da auch durch. Da klont er die jetzt. Okay, das war's für meinen Turm. Ihr seht, das ist nichts mit mir hier, Clash Royale. Ja, und schon verloren. Also da muss ich mich nochmal ein bisschen einweisen lassen von Paul, wie er mit diesem Deck hier echt so gut gespielt hat. Ich konnte jetzt auch keine Wiederholung mehr gucken. Aber ich wollte euch zumindest hier auf den Stand der Dinge einmal kurz updaten hier. Ich bin hier noch aktiv und versuche ein bisschen weiter zu spielen. Das war's von mir, euer Toto. Best.